Na dann, wollen wir mal uns einen wegbohren hier. Nicht wundern, dass ich das jetzt gerade mal so laut lasse, weil hier ist irgendjemand mit dem Discord drin und da redet die ganze Zeit jemand Hintergrund und das hört man permanent und die reden über... keine Ahnung, über was die reden. Ich glaube, man hört es immer noch so ein bisschen mit und... ja, es nervt halt gerade ein bisschen, deswegen lasse ich es halt auch mal ein bisschen so laut. Ich glaube, man hat da gerade jemand lachen gehört, oder? Es ist halt, wenn jemand irgendwie... Brauchst du irgendwas, Florin? Der Freund, der da mit dem Hintergrund ist. Das ist in der Holzkiste. Wenn du reinkommst, direkt rechts oben. Ist so eine ganz kleine Holzkiste. Eine ganz kleine, nicht diese viereckigen, sondern diese rechteckige kleine. Da ist Essen drin. Aber ich denke mal, man dürfte uns da trotzdem drin. Ich meine, klar, dieses Geräusch ist zwar halt richtig nervig, aber... ich denke mal, man wird mich trotzdem noch hören. Hier oben, über mir. Und die anderen Leute, zwar vielleicht ist nicht ganz so laut. Das ist eine kleine Holzkiste, da ist Essen drin. Bitte, bitte. Aber ich denke mal, das wird in Ordnung sein. Wie gesagt, man hört die Person die ganze Zeit im Hintergrund immer lachen. Und ja, das kommt halt von einer, die bei uns mit dem Discord ist. Und ich weiß nicht, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, wer das ist. Mitbewohner, Freund oder ich weiß es nicht. Boah, da haben wir ja schon wieder so viel weggeballert, ey. Okay, also ich habe hier wirklich, wirklich gleich wieder Öl, Schiefer, Eisen könnte das sein, ja Eisen. Kohle, Blei. Ich guck gleich mal, warte, ich muss mich erstmal kurz hier frei buddeln. Also ich habe ja wirklich gleich, wo ich bin, drei Dinge auf einen Haufen. Ja, ich habe hier Blei, Eisen und Ölschiefer. Das ist sehr nice. Und das ist gleich zu Beginn, also. Das wäre cool. Und wieder leer gelutscht. Ey, das Ding frisst aber auch. Okay, sehr schön. Oh, der Durst. Ach, der kann noch ein bisschen warten, oder? Kann mir kleine so einen Juckersaft rein.
du da drüben zurecht, Annabelle? Ja, also drin hat das heißt scheinbar alles erledigt und ich platziere hier gerade ein paar Spikes und dann sollte das eigentlich für die erste Nacht in Ordnung sein, Fortbeschmort. Und danach macht das heißt ich uns ja daran, eine gute neue große Base für die Kuchen und nachzubauen. Gleich war's das, dann müssen wir mit der Spitzhacke weiterarbeiten. Okay, kaputt und wir haben hier bloß noch 18 drin. Ach, scheiße. Ich war natürlich so schlau, ich habe aber bloß eine Stufe 1 Spitzhacke dabei. Ich hab doch gerade erst Stein weggeräumt, hier wird schon wieder 20.000 Steine im Inventar, was ist denn hier? Oh Gott, wie habe ich mich denn jetzt hier eingebuddelt? Kann man gut Pflasterstein machen. Ach du Scheide, wie habe ich mich denn jetzt hier eingebuddelt? Na dann, da müssen wir halt warten. Wir haben wie immer keine Ausdauer. Ist das schön. So, Not, warte mal, wir gucken halt höchstens mal. Warte mal, verändern. Abschließen. Toll, ja, ist abgeschlossen, das bringt uns nicht viel. Wir kriegen es nicht hier hingestellt, das ist doof. Wir müssen gucken, dass wir oben auf eine normale Fläche kommen, dass wir rauskommen erstmal. Das ist mir wirklich zur Not. Dieses Benzin, was wir da noch drin haben, es wird halt nicht viel sein, es sind vielleicht 1000 oder so. Aber so können wir erstmal ein bisschen weiter. So, die Spikes habe ich platziert. 10 Stück sind noch in der Kiste, sodass ihr hinter euch zumachen könnt, wenn ihr im Base-Site, ich würde jetzt offline gehen, da ja, wie man im Hintergrund hört, gesucht da ist. Alles klar. Okay, okay, euch dann noch viel Spaß. Jo, ja, danke. Euch auch einen schönen Abend. Auch. Tschüss. Wir sind so fett fürs Palett. Warte mal, wir haben doch eine Schaufel dabei, da müsste das doch. Von der Schaufel müsste das doch hier effektiver gehen, oder? Du hast nicht genug Ausdauer, mi. Kleine miese Pfeife, du.
Weißt du zufällig, wie man Benzin aus einem Motorrad rauskriegt? Aus dem Motorrad raus? Nee. Ja. Das geht nicht. Ah, das ist ja doof. Scheiße, ich habe da noch dieses Benzin drin und ich bräuchte das ist eher für einen Erdbohrer. Ne, was du einmal reingetankt hast, bleibt dann da drin, das kriegst du dann nicht mehr raus. Schade, 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 schade. Das ist jetzt wirklich schade, also weiter geht's, also falls es geht, ich weiß es nicht, wie es geht. Das ist echt gerade eine ganz miese Nummer. Da muss man es halt so ein bisschen durchkloppen. Wir müssen da halt bloß gucken, dass wir wieder rauskommen, ne? Okay, also wir kommen zwar ein bisschen schwerer raus, aber für den Anfang geht's. Du hast nicht genug Ausdauer. Ich habe jetzt gerade mal General gemacht. Was meinst du mit General? Bitte? Was meinst du mit General? Na, dieses Dings ja, was du bei dieser Intelligenz machen kannst, da wo alle hier 20% mehr Dings da kriegen. Okay, das ist insane. Ich weiß ja nicht, ob ihr das kriegt, wenn ich so weit weg bin. Ja, das geht. Okay. Müsstet ihr jetzt eigentlich links dieses grüne Männchen da haben? Ja, genau. Das haben wir. Also ich hab's auf jeden Fall. Sehr schön. Was soll das? Ich will gerade sagen, das ist doch Ölschiefer hier. Oh, das ist so nervig mit dieser Ausdauer. Deswegen nehme ich viel lieber so einen Kack-Erdbohrer mit. Der ist nur leider leer. Ich habe gerade mal 2000 Ölschiefer. Du könntest ja gucken, ob du in die Stadt fährst. Vielleicht findest du da irgendwo ein Pass and Gas, wo diese roten Fässer sind. In der Wüste müsste es ja auch eine Stadt geben. Könnte ich mal gucken. Gut, da ist aber ohne Schwie drin. Da ist ja doch immer bloß so ein bisschen Kleckerscheiß. Aber das reicht ja für das Werkzeug. Ja, ich war halt doof. Ich habe als erstes halt ins Motorrad reingetankt. Ich hätte als erstes halt mit dem Fahrrad hinfahren müssen. Das wäre halt viel schlauer gewesen. War schon ein bisschen lang und versuche ein paar Autos auseinander zu schrotten. Ich finde, vielleicht haben die noch ein bisschen Benzin dabei. Das könnte sein, ja. Natürlich, wird da nichts drin. Da
Aber wir können unseren Erdbohrer schon mal reparieren. Mit deiner Klappe, du kleine Miese. Ah, fuck, jetzt hab ich mir nicht den Punkt markiert von der... Ja gut, der ist irgendwo... Hier ist der... Werden wir dann bestimmt wiederfinden, hoffe ich zumindest. Irgendwo da wird er schon gewesen sein. Schade, da haben wir zu früh geschossen. Mensch, sag mal, lauf doch normal. Du benimmst dich ja wie so ein Zombie. Hier doch. Jetzt hab ich zu früh geschossen. Hallo? Warte! Warte, ich muss nachladen. Warte, 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 mein Freund, warte. Lass uns Freunde sein. Nicht. Ich hab's dir angeboten. Gibt's doch nicht, dass man schon wieder hier nichts findet, ey. Sehr schön, in den Fässer haben wir definitiv... ...ein little bit was drin. Aber das ist halt auch nicht die Welt, ne? Das ist halt leider auch nicht die Welt. Schade, ey. Ich hab wirklich auch keine Ahnung, was ich wegtun soll.
meine, wie sie werden jetzt auf einmal wach, ihr Vögel? Ja, 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 sag ich dir, ist doch okay. Was war jetzt gerade euer Problem, ihr Vögel? Ich hab keine Ahnung, was die gerade von mir wollten. Warte mal, wir müssen mal, wir gucken mal. Warte. Dann machen wir das so. Da haben wir wenigstens ein bisschen, da haben wir wenigstens noch einen Platz für Benzin dann. Aber zum Glück ist ja gleich Nacht, da sind wir ja nicht mal überladen. Wow. Schön, wir haben halt 101 Öl bloß. Benzin. Da kommen wir halt nicht weit. Autsch. Irgendwo klappt sich ein Zombie hier ein. Schlaf schön. Ich weiß ja, dass ich einiges im Motorrad packen könnte, aber ich will da nicht, dass da mein Motorrad voll ist und dann kriege ich halt nicht mal genug mit und will es dann hier irgendwo hier abstellen. Das möchte ich halt auch nicht, ne? Ich weiß ja nicht, wie viel du für 2000 Öl GVR kriegst. Bestimmt auch erstmal nicht viel, ne? Oh, du kriegst ein bisschen was. Ich habe jetzt gerade schon ein bisschen Benzin in Auftrag gegeben, sonst wäre ich rumgekommen, hätte dir noch was vorbeigebracht an Benzin, aber... Weil ich verkrüge mich jetzt auch gleich, weil dann hätte ich dir noch was Benzin vorbeibringen können. Wenn du Bock hast, kannst du dann da noch was weitermachen. Weiß ja nicht, was du geplant hast. Ja, müssen wir doch gucken, gelöscht wissen nicht, ob wir dann halt die Blutmondnacht dann machen, weil die müsste ja heute um 3 dann irgendwann sein. Ungefähr.
Ja, so lange bin ich eh nicht mehr wach. Nur, dass ihr Bescheid weiß. Wisst ihr denn, wo die Base steht? Ja, es geht. Na gut, der hat das ja in der Gruppe sonst. Hat er das ja verlinkt irgendwie. Ich weiß auch nicht exakt, wo die ist, aber. Die wird wahrscheinlich irgendwo. Oh, das ist mal erotisch, eine Feuerwerksstufe 6. Ach, bei dem Gebäude da oben ist sie. Da haben die irgendwas gebastelt. Also ist jetzt nicht weit von der Base hier. Quasi so Richtung Nord-Nordwesten. Führt so ein kleiner Weg ab. Und da ist so ein Haus. Das ist direkt das nächste Gebäude quasi, was der Straße entlang Richtung Norden von unserer Base aus. Geht ja so ein kleiner Weg dann. Und dann ist da so ein dicker Klotz von Gebäude. Ich glaube, da haben die das hingesetzt. Okay. Na, zur Not komme ich mal zurückgeradelt. Bring ja die 2000 Öschi, oder kannst du dir, wenn noch einen Auftrag geben, zur Not? Und wie gesagt, ich weiß ja nicht, was du da rauskriegst. Ich weiß halt auch nicht, ob ja nochmal Tamara oder so, ob die nochmal kommt oder nicht kommt. Ja, ich habe jetzt aus, ich glaube, 160 oder 170 Ölschiefer habe ich 880 Benzin gekriegt. Okay, also kriegst du dann ungefähr 8000 raus. 8.000 bis 10.000. Na gut, da ich das ja mache, kriege ich ja sowieso mehr raus. Ja, deswegen meine ich ja, da wäre es ja gleich sinnvoller, wenn du das machst. Weil so könnte ich dann vielleicht noch die eine oder andere, das eine oder andere ein bisschen farmen. Dann nachher noch. Okay, wir müssen. Ich mal hier eine Stahlspitzhacke der Stufe 1 rein. Hab ich. Ah, eine Stahl. Nee, was hab ich? Nee, ich hab glaube Eisen. Eisenspitzhacke hab ich glaube, ne? Stimmt. Ach, wir müssen sowieso gucken, warte mal, wenn die Blutmond nach ca. um 3 ist. Um 3 ist aber Server Reset, also müssten wir ja schon uns kurz vor um 3 oder so auslocken. Weil nicht, dass wir da mitten in der Blutmondnacht sind und dann fährt der Server einfach runter. Wäre ja auch ziemlich doof. Irgendwie schon, ja. Ich werd mal gehen. Werd langsam müde. Viel Spaß euch noch. Alles klar. Danke, schlaf gut. Ja, dir auch. Schlaf schön. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Okay, das wirst du das klimmern, oder?